So. Leute kommen auf die Burg. Ich baue jetzt die Burg hier wieder ab. Salsa bringt mir eh nichts, das weiß ich. Ja, Sire. So. Bereit machen, Piken. Euer Befehl, Sire. Okay, andere Sachen jetzt. Wagnerposten. Jauchegrube. Gerichtsgebäude. Ein Stein fehlt mir. Den kaufe ich jetzt ausnahmsweise. Und die brauchen wir. Und dann hätte ich tatsächlich gerne. Wo hab ich's denn? Da. Ein Schatzmeister hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Unsere Werkzeuge sind bereit. Wahllos reinfeuern. Das müsste echt viel ausmachen. Ich glaube, so habe ich es immer früher gemacht. So. Unsere Sehnen sind gewachst. Sire, Pikeniere vorwärts! So, das Gerichtsgebäude, jetzt brauche ich noch ein, zwei Sachen, um die Straftäter loszuwerden. Das bitte, das bitte... Das bitte. Das Volk hält viel von euch, mein Lord. Verbrechen kriegt man einen Griff. Und jetzt will ich gern das erhöhen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Nahrungseinkommen wäre nicht schlecht, wenn wir das erhöhen würden. Bei Obstgarten muss ich immer wie früher noch an, ja, im Grunde die, wie nennt man das? Ich komme gerade nicht drauf, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Doppelt. Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr. So passt's. Gebt uns nur ein Ziel. Ich bringe schlechte Neuigkeiten, mein Herr. Macht das bitte Der kaputt. Der König hat eine Armee aufgestellt und die Hauptstadt eingenommen. Da Lord Barclay den König zum Ketzer erklärt hat, ist unsere Bauernschaft nicht erfreut über die Ereignisse. Das darf nicht kaputt gehen, danke. Unsere Bauern leiden an der Fußfäule, my Lord. Sie protestieren und sind für eine Woche in Streik getreten. Was ist hier los? Denkt an die Ausbildung. Hauptmann, pikeniere nach vorn. Wir bewegen uns. Feuert. Euer Befehl? Was wünscht ihr? Gehen Knallt sie weg. My Lord, Bogenschützen in Bewegung. Halt. Auf alles feuern. Das müssten die eigentlich hier schaffen. Euer Zeichen, Sire? Die Männer sind guter Dinge. Ei, Sire. Ich knabbe die Bogenschützen da ab. Okay, diesen. Die haben meine Balliste. Danke, dass ihr meine Mangel zerstört. Hä? Wie zur Hölle kommt der hier hoch? Was passiert hier? Zusammenbleiben! Das passt da nicht hin, my Lord. Warum nicht? Das passt da Hä? Nicht hin, my Lord. Ich darf nicht. Jetzt mal ernsthaft. Wie zur Hölle sind die hier hochgekommen? Der Wall war. Das ist doch. Es ist schade. Ich mach das gerade. Ich komme mir gerade vor wie der letzte Depp. Ja. Wie
dicken Schultern. Weil ich es gerade einfach nicht auf die Reihe krieg. Könnte es damit zusammenhängen, dass ich hier gerade ein bisschen gestresst aufnehme? Klar, die Aufnahme wird so lang, wie sie wird. Okay. Wie spät haben wir es eigentlich? Okay, ich muss dann bald aufhören. Leute kommen auf die Burg. So, das kriegen wir alles. Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogenschützen. Ich hätte gern noch mehr davon. Unsere Bögen werden singen. Bogenschützen unterwegs. Ich weiß, ein Problem ist, dass wir damit keine Armbrustschützen richtig abfangen können. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. So. Eine Jauchenprobe. Ein davon. Passt hier auf. Du passt hier auf. Wir sind bereit. Augen auf, Männer! Lordschaft? Vorwärts! Ziehen los! Okay, jetzt muss ich unten wieder aufpassen. Man ist euch zugetan. Okay, das sieht doch okay aus. Nahrung muss ich jetzt erhöhen. Es kostet halt alles Geld. Und Geld habe ich nicht. Das passt da nicht hin, my lord. Ich muss erstmal eins reichen. Und ehrlich gesagt, ich soll vielleicht mal Waffen produzieren, wenn ich so drüber nachdenke. Anstatt sie zu kaufen. Ist billiger. Ich höre von denen gar nichts. Habe ich denn hier irgendwas in Einstellungen? Warum ich das? Oh, Entschuldigung. Das war. Hey, ich habe da nie was dran geändert, wenn ich ehrlich bin. Hey, was ist hier los? Ich bringe schlechte Neuigkeiten, mein Herr. Der König hat eine Armee aufgestellt und die Hauptstadt eingenommen. Da Lord Barclay den König zum Ketzer erklärt hat, ist unsere Bauernschaft nicht erfreut über die Ereignisse. Platt machen. Unsere Bauern leiden an der Fußfäule, my lord. Sie protestieren und sind für eine Woche in Streik getreten. Ich diene euch gut. Bogenschützen, vorbereiten! Ja, Sire? Bereit machen, Piken! Sire? Hauptmann? Euer Befehl? Unsere Sehnen sind gewachst. Sehr gut. Na schön, Pikeniere. Los geht's! So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen... Das Volk hält viel von ich speichere jetzt mal. Sorry, ich tut mir wirklich leid, dass wir jetzt keinen Ton die letzten Mal hatten. Wir haben genug Bauern. Gebt uns nur ein Ziel. Die Idioten haben sich bloß wieder
sind bloß wieder erwischt worden. So. Gerichtsgebäude. Maske. In grün, wenn es geht. Was noch? Ein Pranger wäre nicht schlecht. Und ein Folterrad. Euer Zeichen, Sire? Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Bogenschützen, bereit machen. Sehr gut. So lief's eigentlich immer. Ich darf nicht so weit bauen, also. Genau, so funktioniert das auch. Die bauen keine Katapulte und ohne Katapulte kann ich mich auch verteidigen. Die hier lenken sie ordentlich ab. Das ist gut. In der Zwischenzeit kriegen sie ab und zu Steine reingewirkt. Ja, jetzt habe ich es wieder raus, glaube ich. Okay. Habe ich hier eigentlich irgendwo Eisen? Hier gibt's Eisen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Können wir auch langsam anfangen, uns hier besser zu verteidigen. Was wünscht ihr? König kann wieder auf seinen Bergfried gehen. My Lord! Auf die Plätze, Männer! Ja, macht's nicht kaputt. Das war des Rätsels Lösung. Die werden langsam dezimiert durchs Katapult. Bauern werden von Krankheiten dahin gerafft. Ich sehe keine. Okay, wir könnten jetzt langsam uns ausbauen. Davon haben wir erstmal alles. Wichtige, die Apotheke fehlt uns noch. Die hätte ich tatsächlich gerne. Leute, haben wir noch genug? Mehr als genug. Eure treuen Bogenschützen. Wo kommt denn der jetzt her? Unsere Bögen werden singen. Bitte die kaputt machen. Ich werde zumindest auch stärkeren Wall bauen müssen. Ja, wir sind bereit. Gefällt euch das nicht? Bogenschützen, vorbereiten! Ja, Sire. Ah, das ist doch hier gebaut. Nö, die kommen von woanders. Ein Bauer hat okay. Das Gesetz gebrochen, mein Herr. Dann hätte ich hier hinten gern. Dreifach Wall schon mal. Unsere Sehnen sind gewachsen. Gut. Die dürfen nicht rankommen. Das ist das Wichtigste für mich. Das ist auch ein bisschen verbuggt. Irgendwie in der Version hier. Keine Ahnung warum. Hä? Da kriege ich auch noch Ehre. Ist nur ein Ziel. In Bewegung. Ah, Mist, jetzt ist es kaputt gegangen. Das ist der Nachteil, wenn du mit dem Katapult hier reinschießt. Mit der Zeit gehen die Dinger kaputt. Eure Beliebtheit sinkt. Das Volk hält viel von euch. Ich weiß gar nicht warum. Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Hä? Ach, ich hab vergessen.
nachzuziehen hier mit der Nahrung. Oh, bauen wir mal zwei davon. Ich weiß gar nicht, wie hier der Zustand so ist. Und dann bauen wir hier ein paar Bäckereien. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Nicht mein Problem, ich bin der Burgherr, ich habe genug. Euer Zeichen, Sire? Wir bewegen uns. Jetzt soll ich mal langsam da oben anfangen hier. Dörfler haben Bären herumstreifen sehen, my Lord. Das hat sie sehr erschreckt. Davon steht hier nichts. Ich könnte jetzt auch mal sowas wie eine Tjost und sowas bauen eigentlich. Wo waren denn die Zivilgebäude? Da, Musikergilde. Kloster brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein Stator? Nee. Ein Jahrmarkt? Die Tjost habe ich. Ach doch. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Das Volk hält viel von euch, my Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das kriegen wir schon noch hin. Ja, jetzt wird's besser. Man ist euch zugetan, mein Herr. Das ist gut. Hier oben habe ich auch noch Verbrechen. Mir fehlt haufenweise Holz. Ich baue hier auch mal noch einen hin. Noch geht hier alles. Eure Beliebtheit steigt. Gut, dann kann ich es auch wieder anmachen. Keine gell? Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Und ich würde tatsächlich gern hier oben mit Eisen anfangen. Sire, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz. Wer hat das gebaut? Erläutern. So, hier werden wir noch ein, zwei Häuser brauchen. Das passt da nicht hin. Und Käse. Holzmangel. Und dafür Käse. Wählt die Güter aus. Bisher ist noch gar nichts an Eisen eingegangen. Diese Lieferung wird zurückgerufen, mein Lord. Was denn für eine Lieferung? Aber wisst ihr was? Wählt nun die Menge, die ihr senden wollt, mein Lord. Trifft bitte. Ich brauche noch einen. Bitte so schnell, bevor das erste Zeug rauskommt. Oh, danke. Auf jeden Fall, er arbeitet nicht hier dran. Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. Das liegt aber daran, dass die schon wieder alle kriminell geworden sind. Oh, da ist viel Platz. Sehr gut. Die Bauern haben gut zu essen, Sire. Das gereicht euch wahrlich an Ehre. Ehre haben wir echt ein Problem. Und deshalb würde ich... Ich guck mal, was der Jakob macht. So kann ich... weiß es gar nicht mehr. Muss ja auch irgendwie mal was verkaufen. Da kommt Obst. Ich wüsste aber tatsächlich nicht, was ich so direkt verkaufen könnte. Auf Anhieb. Erstmal habe ich mich gerade noch nichts. Ernsthaft, hier hinten? Hier haben wir Ratten. Gehabt. Haben wir es auch mal gesehen? Ich finde es ein bisschen doof, dass man hier... Ja klar, hier kann man reinsehen. Oh, doch, hier kann ich doch reinsehen. Hab nichts gesagt. Wählt die Güter aus. Und jetzt kommt wenigstens mal ein bisschen Eisen rein. Da ist keiner drin. Das Volk liebt euch, Sire. Und ich würde fast sagen, wir machen demnächst eine Kirche. Und ich brauche Bienenstöcke und ich brauche Kerzengießereien. Könnte ich aber auch alles hier oben machen, aber da fehlt mir wieder Holz. Wie könnte ich noch irgendwie an Geld kommen? Also klar, ich will es über Steuern laufen lassen, so viel bin ich mir sicher.
Ich würde gerne die Bohrküche bauen. Ne, ich will sehen, wie die arbeiten. Bauern haben wir gar nicht mehr. Ja, so kommt man auch zu Geld. Das Volk liebt. Es müsste doch Unterhaltung bringen, wenn ich mich recht entsinne. Dann würde ich mal sagen, ich mache das hier auf Wucher. Weil das habe ich jetzt im Griff endlich. Hier machen wir. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Die mal ein bisschen dickeren Wall. Nur vorsichtshalber. Fliegen immer tiefer, immer weiter zurück. So. Haben wir das auch? Das Volk liebt euch, Sire. Ihr seid in der Tat ehrenhaft. Diese Diät, die ihr uns verordnet habt, macht mich wirklich fit und lebendig. Das läuft. Dann kann ich auch zuerst demnächst Lebensmittel verkaufen, schätze ich mal. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Wuchersteuern reichen. Meines Erachtens. Ich muss an Ehre kommen und deshalb würde ich sagen, wir brauchen verschiedene. Hier, zwei Schweineställe direkt daneben. Das schmeckt das Essen gleich doppelt so gut. Da weiß man, wo es herkommt. Und ehrlich gesagt, Wein würde ich gern importieren einfach. Ich glaube, ich kriege eine Nachricht. Ein Bauer hat das Gesetz. Ich hab's jetzt schon extra weit weggelegt und trotzdem noch. Los, Jungs, holen wir uns was. Da ist bloß Wein. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so gut gegessen. Die sagen übrigens was, wenn sie die Gänse töten und die Aale holen. Egal. Das Volk verehrt euch, Scheiße. Minus zwei. Wir haben. Ach, jetzt muss ich wahrscheinlich mehr Jauchegruben bauen. Weil die Leute ja ihren Dreck wieder einfach so auf die Straße kippen. Kennt man ja. Es war früher wirklich so. Rekruten benötigt, Sire. Wählt die Güter aus. Ah, okay, er liefert schon Eisen. Das ist super. Ehrlich gesagt, mehr brauche ich gar nicht. Die Produktion funktioniert so. Ich würde fast mal sagen. Bogenschützen, bereit machen. Gehen in Stellung. Ihr könnt jetzt langsam in die Offensive starten.